Meine Freunde der Zukunft und willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. So, Takamura ist mit dem Hellmann gerade noch zugange. Hellmann ist so gesehen der Erfinder und der Programmierer des Chips, wo Johnny Silverhand drauf programmiert wurde, der uns jetzt im Nacken sitzt und nicht mehr raus möchte. Und wir haben erfahren, dass dieser Chip eigentlich eine Art Testphase war die Software. Ein Prototyp, danke. Ein Prototyp war, und zwar sollte der irgendwann Wirte, sag jetzt mal, die eigentlich tot sind, sagen wir jetzt mal, oder ich sag jetzt mal hirntot sind, sollte der Chip eingepflanzt werden und somit sollte dieses Konzept, was auf den Chip ist, wie zum Beispiel jetzt Johnny, ich muss anders anfangen. Fangen wir mal so an. Wenn ihr mal sterben werdet, solltet, wird eure Seele bzw. euer Hirn auf einen Chip kopiert. Und sollte jetzt mal irgendwo ein toter Körper oder ein hirntoter Körper gefunden werden oder da sein, könnte man diesen Chip mit euren jetzigen Ich dort hochladen. Und dann würdest du so gesehen wiederleben. Die Frage ist, klar, wir wissen, oder sagen wir so, ich vermute eher, dass die Seele dadurch nicht wiederkommt, aber ich vermute dann, dass dann halt so ein Ich, was so denken soll wie ich und, nochmal auf diesen Körper funktionieren soll. So, das war eigentlich der Sinn dieser Software, dieses Prototyps. Aber was wir nun mal haben, ist, dass Johnny ja so gesehen irgendwann unseren Körper übernehmen wird. Obwohl wir noch obwohl wir erleben, aber wir waren ja schließlich auch quasi schon einmal tot. Und dadurch hat Johnnys Chip dafür gesorgt, dass wir weiterleben, aber mit dem Problem, dass wir jetzt beide dazwischen hängen. Und Johnnys Chip soll, und Johnny soll irgendwann die ganze Scheiße, sag ich jetzt mal, übernehmen. Also mein Körper will er irgendwann übernehmen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt suchen wir natürlich immer noch Hilfe, wie wir das verhindern können. Wir haben jetzt hier von Hellmann die Blaupause bekommen und mit der Hoffnung, dass wir, ja, wir gehen mal kurz ran. Nee. Okay. Natürlich. Danke. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt hat die Alte mich voll rausgebracht. Fällt mir nachher noch ein. So, trifft sich mit Takamura. Stopp, da gucken wir uns erstmal an, was wir noch so haben. Das ist jetzt der neue Auftrag, der jetzt reingekommen ist. Prüfe dein Telefon auf Benachrichtigungen. Ach, das ist ja leicht. Eigentlich dachtest du, dass deine alte Karre im totalen Wrack ist. Und jetzt taucht sie wieder auf wie ein Phönix aus der Asche. Aber wie ist das passiert? Und warum ausgerechnet jetzt? Eigentlich hast du mit dem Nomadenkapital deines Lebens schon abgeschlossen. Aber es wäre leichtsinnig, sich nicht anzusehen, was es damit auf sich hat. Man weiß nie, wann die Vergangenheit einholt oder sich an ein Recht. Okay, dann schauen wir mal ins Telefon. Bartmus Collection. Ah, Tab hier. Ach, so können wir die Nachrichten öffnen, perfekt. Wach auf, weck die anderen auf, schließt euch den Kollektiv an. Fangen wir mal oben an. Ah, das ist Padre. Welche Autos der mir anbietet? Ja, nicht so ganz mein Stil. Das Rogue. Mit der sind wir ja erstmal tutti frutti fertig. Das wäre schon eher meine Kragenwarte. Aber ich denke mal nicht, dass wir uns die gerade leisten können.
GPS aktiv. Koordinaten von Gell werden an Benutzer übermittelt. Okay. Ich habe die Militech bekommen, was ich wollte. Danke. Ich denke und denk dran, wir sind uns nie begegnet. Panem. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will. Aber scheiße, bin ich wirklich frei, wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so... Hab ich schon geantwortet. Da ist doch nichts mehr. Haben wir auch schon. Mein Gott, wir müssen echt mal mehr auf die... Ich? Wow. Der sieht doch mal lustig aus. Ja, tut sie. Dann gehen wir uns jetzt erstmal hin. Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll, bevor die Alte mich unterbrochen hat. Wir waren mit dem Chip dran, das habe ich erzählt. Nee, komm nicht mehr drauf. Aber weiter. Oh, was ist das denn für ein Fragezeichen? Was haben wir denn hier Schickes? Neutralisiere die Bedrohung und sichere Beweismittel. Ach, guck mal. Ja, ich komme sofort. Aber was will die denn von mir? Ja, was denn? Jetzt redet ihr nicht mehr? War Kako? Hallo? Na toll, jetzt habe ich den Bug, Ich kann ihn nicht auflegen. Ich sage einfach mal, wurde er schuldig gesprochen? Ja, wenn du so fragst. Ja, komm, wir machen alles. Okay.
Danke. Ah, ich wollte mich gerade heilen. Aber ich hoffe, jetzt geht die Chance nicht von vorne an. Aber ich wüsste ja, der war, wo Bakako angerufen hat oder den Anruf beendet hat, beziehungsweise da müssten wir eigentlich weitermachen. Und ist er so. Beim nächsten Mal machen wir direkt so. DW, das war's schon. Jetzt begib dich zum Rennen im Stadtzentrum. Jetzt gucken wir mal, was unsere alte Kiste ist. Ich muss nachher irgendwo bestimmt die abbiegen. Ah, ne, da hinten. Oh, 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 ja, ja, komm. Ah, klappt doch. Also, hier kommt jetzt echt auf die Fahrzeuge an. Ich glaube, wenn wir die Fahrzeuge kaufen, haben die auch automatisch ein besseres Handling und funktionieren auch besser. So war das zumindest von, ich habe gerade mit Namen, wirklich. Nicht Rogue. Panem, danke. Ruf Claire an, um mit dem Rennen zu beginnen. Warte mal, war das jetzt die Aufgabe? Ja, das war die Aufgabe. Okay, Claire, Herr Claire. Okay. Dann warten wir mal. Vielleicht sollen wir den Controller einmal einschalten. Da ist er. Hi Claire. Schön, dich zu sehen. Hä? Was ist das denn? Willkommen im Adrenalinrausch von Night City Rennwelt. Lass die Konkurrenz als Schrotthaufen im Staub hinter dir und zurück und werde zu einer unvergesslichen Legende wie Grey Falcone, Christa Margaret. Margaret und Dean Russell, brenn deinen Namen in den Asphalt von Night City ein. Dieser Splitter führt dich durch die 4 Rennen des diesjährigen Wettbewerbs. 3 in der Stadt, 1 im Badland. Die Teams, die mindestens 2 der Vorrunden in den Top 3 sind, qualifizieren sich für das Finale und damit auch für alle Chance gegen die Champion des Vorjahres, Peter Sampsons, anzutreten.
Road Night City Air Master V77 ist dafür programmiert, dich in Echtzeit auf den HUD deines Optik-Plantats über die Route zu führen. Eingeblendet werden Countdown zum Start, Anzahl der obliegenden Checkpoints, Richtung der Route, aktuelle Zeit, Rangliste, Anzahl der durchgequerten Checkpoints, Live-Übertragung des Ansagers. Oh. Ich wünsche dir viel Glück und saubere Kurven, Air Master. Diese Software ist virenfrei und verschlüsselt. Ja, das steht doch auf jeder Software. Air Master behält sich das Recht vor, Daten zur Route vor Beginn des Rennens zu aktualisieren, sofern diese notwendig sind. Boah, guck mal, vorne links die Karre alleine. Ach, die ballern dabei! Ja, lass ihn mal kommen. Achtung, Linkskurve. Ja, das meine ich schon. Das Auto von Claire lässt sich schon viel besser fahren als alle anderen Karren. Na, die werden sie aber gut auf den Fersen, ne? Hälfte haben wir schon. Problem ist, wir haben PS-Monster hinter uns, glaube ich. Oh, haben wir sie abgehangen? Claire, mach deinen Job. Hast keine Mine oder sowas? Reißnägel? Ja. Wo kam der denn her? Der hat wohl eine Abkürzung genommen, wa? Ah, zwei Checkpoints noch. Da drinnen gehört uns. Ja, haben wir. Ja. Ja. Wie? Ja, yeah, danke, danke, danke. Danke, danke. Hm? Wie? Warum? Was ist denn? Ja, doch schon, aber...
Nö, 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 oder? Nö. Bis später, Claire. Yeah, der erste Platz, Junge. Der erste Platz und das mit deiner Schrottkarriere. Juhu! Oh, so eine Karre war das, die wir hätten kriegen können bis jetzt. So. Ja, haben wir ja gemacht. Da kommen wir nicht weiter. Das schauen wir uns mal an. Ah, da bist ja mein edles Ross. Was habe ich dich vermisst? Was habe ich dich vermisst? Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Oh, oh! Sorry. Habe ich nicht gesehen? Sorry. Ich habe zu spät reagiert. Ich habe kurz auf die Aufnahme geguckt. War das der? Nee. Platz da, heiß und fettig. Ah. Ja, wir könnten auch Schnellreisen machen, aber ich habe da immer Angst, dass ich irgendwas auf der Karte verpasse. Weil ich halt die ganze Zeit Aussicht, ob da irgendwo noch ein Fragezeichen oder irgendwas auftaucht. Panne? Was los? Klar. Ja, ich komme gleich. Hallo, ich sagte gleich. Eins nach dem anderen. Was? Mission vor. Was? Achso. Achso, weil ich im Controller jetzt bin. Muss jetzt auch noch bestätigen, oder? Okay, also muss ich jetzt hier drücken? Ah, alles klar. Ah, stopp. Also bei Witcher war es auch zum Teil manchmal so, wenn du bestimmte Missionen, warte mal, was ist denn, wenn ich das hier wieder mit Maus annehme? Ah, mit Maus nimmt er automatisch an, okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, weißt du, wie bei The Witcher, wenn du bei The Witcher nach einer gewissen Zeit die Mission nicht angenommen hast, hattest du meistens das Problem, dass plötzlich der Charakter tot war oder du mit dem nichts mehr machen konntest oder die Mission schon vorbei war und du hast irgendwie eine Gelegenheit verpasst. Das war jetzt so mein Gedanke und den wollte, und das wollte ich jetzt nicht verpassen. Ah, da unten wäre was gewesen wieder, siehste? Das will ich nicht mehr. Ich bin sonst mal dran vorbeigefahren, aber ich habe gemerkt, dass genau diese. Also bei mir auf der Karte, ich finde, das sehen aus wie Knüppel. Aber.
Das sind keine Knüppel, das sind Implantate. Zumindest war das letzte ein Implantat. Und das möchte ich mir jetzt wiederholen. Ja, komm du mal. Hier. Oh ne, da ist jetzt ein Baseballschläger drin. Also es sind doch Waffen und Implantate, okay? Hacken wir mal die Olga. So, noch eine Gang weggemacht hier. Das war ich aber nicht. Der war schon tot. Oh, was wir Kohle mit Implantaten machen könnten. Oh, ja, Judy. Das wäre. Okay. Jetzt weiß ich, welche alte die Karre gemeint ist. Das ist unsere erste Karre, die wir bei den, wo wir ganz am Anfang. Nichts mehr.
Deinem Auto? Sagt wer? Frische Luft. Ach, sollen wir die Karre überlassen? Sind wir so freundlich? Ich meine, wir haben Autos. So ist das nicht. Ja, kannst du. Halt's Maul. Eben, lass die kurze weiteren Abasteln. Nicht re- Hallo, wenn ich das gewusst hätte, ne? Was ist das denn? 50 Meter? Oh. Darf ich hier sein? Anscheinend. Ach, der verkauft Sachen, perfekt. Alter, komm mir nicht blöd. Da bin ich echt nicht bei bester Laune heute. Schrotflinte, Techgewehr, habe ich da aber auch. Okay. Schlagstock, das ist auf jeden Fall. Oh, ho, ho. Schläger kann weg. Das kann auch weg. Aber die beiden bleiben. Oh, ich muss mal. Jetzt muss ich also vorhin wieder gucken, was ich überhaupt gebrauchen kann. Der Helm ist immer noch besser. Die Jacke kann ich immer noch nicht tragen. Was haben wir ausgerechnet? Wir kommen genau auf dasselbe raus, ne? Ne, sogar mehr. Ich komme sogar über 60. Ne, die Jacke bleibt immer noch.
Weil man, ich muss ja bedenken, dass ich auf die Jacke, die ich jetzt anhabe, nochmal 21,741 auf oder draufrechnen muss. Was ist das denn? Oh, Saiyajin. Oh, jetzt gehen wir mal richtig modern unterwegs, wa? Ja, komm, lassen wir erstmal. Das andere packen wir dann weg. Eine neue Hose, aber erhöht nicht die Geschwindigkeit und auch nicht verringert den Schaden durch negativen Statuseffekt. Ah. Ich mag halt diese Effekte sehr gerne. Und die Schuh kommt auch keine Sau ran. Okay, das war's schon wieder. Rest verscheuern wir jetzt. So, das kann weg, die Maske bleibt weg, 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 weg. Der kann auch weg. Der bleibt noch. Kann auch weg. Weg, 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 an, weg, 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 weg. So, damit wir wieder ein bisschen leichter werden. Ey, die nehmen ja keinen Platz weg. Okay. Trainingspot? Oh, jawohl. Ach du Scheiße. Moped. Da kommt es. Nein, weiterhin. Ja, bin ja schon da. Ah, oh, fast vergeigt, ey. So. Ich würde sagen, mit diesen herben Enttäuschungen beenden wir die Folge hiermit. Ich hatte gedacht, den ein bisschen drohen zu können, aber ich habe den anderen Typen nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre nur der eine. Plötzlich saß ja noch einer hinter mir. Aber gut. Shit happens. Lange Rede, kurzer Sinn, wir beenden die Folge. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass du dich beim nächsten Mal wieder dazuschalten werdest. Ich bedanke mich und hoffe, dass du mir einen Daumen nach oben da lässt und natürlich auch ein Abo und einen Kommentar und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich verhasse mich gerade ein bisschen, weil ich versuche gerade irgendwie gerade mit dem Stress von gerade eben jetzt eben zusammenzukommen. Aber ich hoffe, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen zu dürfen und ich bitte verbleibe wie immer mit einem Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.